man einem fremden Mann gar nicht sagen, wie die uns zugerichtet haben. Wir haben keine Kinder gekriegt. Il n'y avait aucune hygiène. Hein. Il y avait dans nos chambres, on était une quarantaine, il y avait un chaudron. Das Lager war schrecklich, das Lager. Feenmäßig. Die Aufseherin, das war Biester. Verzeihen, eventuell. Und vergessen, habe ich gesagt, vergessen nie. Im Februar 1943 wurde in Saarbrücken das Gestapo-Lager Neue Brem errichtet. Die ersten Häftlinge kamen im Juli. Zunächst waren es Zwangsarbeiter aus dem Saarland und der Umgebung. Später kamen Transporte aus Frankreich. Meine zwei Brüder wollten nicht in die Wehrmacht. Der Deutsche hat mich gekannt, hat meinen Bruder gekannt. Ja. Du bist das. Ja. Und hat mich angezeigt, da bin ich verhaftet. Es ist ein Allemand, der uns die falschen Papiere hat. Pour nous évader. Et on a été pris dans l'express Berlin-Paris et on a atterri au camp de Neubrem pour Noël 43. Ich war im Arbeitsdienst, dann hätte ich in die Wehrmacht sollen, dann bin ich eben abgehauen. Ne? Wir sind eine Gruppe von 22 gefangen worden. Ne? Ich habe erst nachher erfahren, dass wir NN Nacht und Nebel klassiert wurden. Ne? Als ich kam, dann hat mich ein SS oder ein Gestapo, was es war, weiß ich nicht richtig, der hat mich in den Hof gestellt und hat mich da stehen lassen. Und es war sehr bitterkalt und ich habe nicht viel auf mir gehabt, denn ich wusste ja nicht, dass ich verhaftet werde. Das Männerlager war für ungefähr 400 bis 500 Männer konzipiert, das Frauenlager für 150 bis 200 Frauen. Die Zahlen der tatsächlichen Belegung sind jedoch wesentlich höher. Manche Zeugen sprechen von bis zu 800 Männern, die zeitweise im Männerlager untergebracht waren, und bis zu 500 Frauen, die im Frauenlager leben mussten. Au milieu de la cour, près du bassin, là, et toutes les baraques devaient sortir en même temps. Alors il y avait deux Allemands de chaque côté des portes qui nous matraquaient. Mit dem Gewehr, mit dem Kolbe vom Gewehr immer auf sie, immer draufgeschlagen. Sie haben sie mal hinschmeißen und aufstehen, hinlegen, aufstehen. So ist das den ganzen Tag gegangen. On faisait le canard, ce qu'on appelait. Hein, on était accroupis comme ça, les mains derrière la tête. Et puis il fallait tourner pendant des heures. Moi j'avais été travailler en gare de Sarrebruck. J'avais reçu une plaque de ferraille sur les pieds, j'avais les cinq ongles qui étaient pétés et je tournais sur un pied autour du bassin comme ça. Je hörte immer schnell, 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 schnell. Ja. Und dann mussten sie um den Teig laufen, der mit Gewehr hinten oder Fußtreten mit ihren Stiefeln den Männer in die Schienbeine. Und die, wo nicht schnell gelaufen sind, die sind in den Teig reingeflogen. Wenn sie Glück gehabt hat, sind sie wieder rausgekommen. Wenn sie kein Glück gehabt, sind sie halt ertrunken. Wir sind gekommen ins Lager. Da haben wir um den Basser Skeletter gesehen. Die haben sogar zu essen bekommen im Laufen. Der Türe raus, lauf, lauf, lauf. Haben sie ein Dings in die Hände und was da drin war, weiß ich nicht. Aber sie haben sogar um den Teich müssen laufen, wenn sie gegessen haben. Ja. In diesem Lager haben sich ganz normale Menschen dadurch ausgezeichnet, dass sie ihren Sadismus an den Häftlingen ausgelassen haben. Und insofern haben viele Häftlinge dieses Lager als schlimmer empfunden als die Lager, in denen sie danach gekommen sind. 82 Namen von Ermordeten sind offiziell belegt. Zum einen durch die Liste des Bestattungsunternehmers, der die Leichen hier abholte und auf dem Hauptfriedhof begrub oder einäscherte. Und zum anderen gibt es eine Liste des Standesamtes Saarbrücken. Für mich ist es erschreckend, in den Prozessakten zu lesen, was für ein besonders grausames Lager die Neue Brem war.
dass sie einen regelrechten Schock bei den Häftlingen hinterließ. Sie sprechen oftmals von der Hölle, von Saarbrücken. Das kann man ja nie vergessen. Alle da kommt mir alles vor. Nicht das oder das, dann muss ich weinen, dann schlafe ich nicht. Manchmal bleibt einem in Erinnerung, wenn man in der Nacht wacht oder so, hat man wieder, das sind doch Erlebnisse, die man nie vergessen kann. Ich habe monatelang, jahrelang nachts geschrien. ...1999 macht der Landesjugendring mit einem Projekt auf das ehemalige Lager aufmerksam. Zu lange hat man sich mit der Erinnerung an diese Terrorstätte schwer getan. Jahrzehntelange Bemühungen von engagierten Erwachsenen und Jugendlichen, die Gedenkstätte mehr im Bewusstsein der Bürger zu verankern, sollen nun endlich zum Erfolg führen. Also sie haben einen unglaublichen Eifer entwickelt, als es darum ging, die Fundamente freizulegen, waren auch von Regen nicht abzuschrecken. Und gerade in dem Zusammenhang tauchen dann die Fragen auf, was war das für eine Baracke, was ist da passiert? Und ich denke, dass man mit dieser praktischen oder Kombination von praktischer Tätigkeit und eben inhaltlichen Fragen und inhaltlichen Antworten sehr viel mehr erreicht, als wenn man einfach nur sich hinstellt und auf einer grünen Wiese versucht, irgendwas zu erzählen. Dieses Projekt und das Engagement der Initiative Neue Brem hat Folgen. Die Gedenkstätte wird neu gestaltet. Und dabei packen 160 Jugendliche an zwei Wochenenden in unzähligen Arbeitsstunden mit an, machen Standorte der früheren Baracken sichtbar und informieren sich über das Gestapo-Lager. Arbeit kann auch mal mit Spaß verbunden sein. Das muss ja nicht immer, wenn die Mama dann zu Hause sagt, mach grad den Garten um, dann ist das etwas anderes. Aber hier ist das... Es ist ja nicht nur Knochenarbeit, es ist ja auch interessant. In erster Linie graben wir hier irgendwelche Baracken aus, um das halt einfach sichtbar zu machen, damit den Leuten auch irgendwie in den Kopf kommt, was hier passiert ist und dass es einfach nicht hier eine schöne Wiese ist nur. Es macht auf jeden Fall schon Spaß, aber hier hängen ja auch überall so Plakate rum, wo drauf steht, was passiert ist und so und wie die Leute gefoltert wurden und so. Und da denkt man sich schon, die hatten sie nicht mehr alle, die Nazis. Ich habe schon viel von so KZs und sowas gehört, aber das hier halt direkt, das ist ja im Prinzip vor der Haustür und das ist schon was anderes, wie wenn man nur davon hört. Ich habe halt nur gewusst, dass es hier sowas gibt, aber ich habe halt auch nicht gewusst, wo das ist, wie das da war und nee, das habe ich alles gerade eben erfahren. Hier ist Richtung Frankreich. Aus erster Hand von Historikern informiert werden, was hier passiert ist. Also das ist Geschichtsunterricht dann von der allerbesten Sorte. Und ich glaube auch, dass die Jugendlichen die Neue Brem im Prinzip gestärkt dann anschließend verlassen. Das ist Geschichte mal zum Anfassen, zum Erleben. Das sind Sachen, die man so in der Schule niemals kriegen kann. Es werden wenig Sachen, also geschichtliche Sachen mit in der Schule unternommen, eher so Zoo und irgendwelche Vergnügungsparks, aber so Geschichtliches ist leider sehr mager im Unterricht. Noch so geschrien nachts. Ehemalige Häftlinge berichten über ihre Erlebnisse auf der Neuen Brem. Es sind die letzten Zeitzeugen, die den Nazi-Terror in Saarbrücken überlebt haben und davon erzählen können. Unfassbar ist für die Jugendlichen, wie Aufseher aus den umliegenden Gemeinden zu Bestien wurden. Wie das alles vor den Augen der Bevölkerung geschehen konnte. Also ich sehe Bilder, sage ich mal, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ob sie jetzt da irgendwie erdichtet sind oder ob das wirklich jetzt irgendeinen Zusammenhang hat, das weiß ich nicht. Aber ich bleibe eigentlich nicht ungerührt hier, auf gar keinen Fall. Ich bin keiner von denen, die die Meinung vertritt, dass diese Zeit Jugendliche heute nicht interessiert und dass die Jugendlichen nicht bereit sind, für diese Zeit auch einiges zu tun. Es geht darum, Verantwortung zu zeigen und verantwortungsbewusst mit der Zukunft umzugehen. Und genau das wollen wir auch erreichen, dass die Verantwortung entsteht, den Anfängen zu wehren und zu sagen, nein, bis hierher und keinen Schritt weiter. Wir kennen das als Landesjugendring schon seit Jahrzehnten, dass in der Bevölkerung immer noch sehr große Vorbehalte da sind. Und wenn wir zum Beispiel an der Straße Wandzeitungen anbringen, die darauf hinweisen, dass dieses Gestapo-Lager immer noch nicht bekannt ist, dann fühlen sich immer noch Leute provoziert, die dann mit Drohungen bei der Polizei anrufen. In unserem Nachbarland Frankreich wird alljährlich am letzten Sonntag im April, also auch heute, die Befreiung aus den Konzentrationslagern der Nazi gedacht. In einer gemeinsamen Feierstunde zum Abschluss des Workcamps gedenken Jugendliche und Zeitzeugen der Opfer des Gestapo-Lagers. Les jeunes participent maintenant beaucoup
qui reconnaissent enfin ce qu'on a souffert, mais que c'était pas tous les Allemands n'étaient pas comme ça. Ich denke, es ist ein gutes Werk. Es ist das doch es es ist junge, die Jugend sich kann erinnern, da war meine Mutter. Das ist eine gute Sache, dass wir das wieder in Erinnerung bringen. Ja. Dass wir das nicht vergessen, was passiert ist von 60 Jahren. Ja. Große Hochachtung dafür, dass Sie trotz allem, was Sie erlebt haben, ich habe trotzdem keinen Hass mehr. Positives auch. Mich hat man schon gefragt, ob ich noch Hass habe. Ja. Da habe ich gesagt, nein. Die Menschen von jetzt sind nicht mehr die Nazi. Und ich habe lieber, man gibt sich einander die Hand, als wie dass man Feinde ist. Das, ich denke, das führt eher zum Frieden, als wie wenn man den Hass hat. Ich habe keinen Hass mehr. Ich freue mich sehr, dass wir heute, nach vielen langen Jahren, 60 Jahre rund sind es her, die Gedenkstätte Neue Brem hier einweihen. 8. Mai 2004. Vertreter der Initiative Neue Brem, der Landeshauptstadt und der Landesregierung eröffnen die Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Brem. Junge Menschen werden nun viel deutlicher als bisher darüber informiert, was hier in Saarbrücken geschah. Damit kein Gras über die Sache wächst.